Standroute, wie gesagt, die habe ich fertig gemacht. Hab zwar schon ein bisschen angefangen zu schleppen, aber das war jetzt der Hammer. Und ich sag mal, deswegen fahren wir ja auch hierher. Oder deswegen gehen wir überhaupt an, um solche Momente zu erleben, weil das ist doch einfach nur schön. Ich sag mal, die Überraschung, wo man überhaupt nicht mit rechnet. Und dann, ja, zack, da ist er. Ja, Leute, morgen, was soll ich sagen? Achtung, Jungs, der kommt gerade zu euch rüber. Wir sind hier im Angelpark zur Barweiler Mühle. Ihr kennt das Ding bestimmt. Und wir haben uns heute mal vorgenommen, ein paar Dicke auf die Schuppen zu legen. Ja, ich habe meine Route gerade reingelegt. Der Salah war so hilfreich und hat die Kamera gerade drauf gehalten. Ja, und dann tatsächlich Fisch. Und zwar kein kleiner. Ja, heute wollten wir eigentlich das Thema ein bisschen durchnehmen, weil halt aktuell werden viele große Goldforellen besetzt und viele Saiblinge. Und da die halt bekanntlich gerne unter der Wasseroberfläche schwimmen, haben wir uns gedacht, wir machen heute das Thema ein bisschen oberflächlich angeln auf große Fische. Aber ich glaube, meine heißgeliebte Paste werden wir heute wahrscheinlich auch nicht zu kurz kommen lassen, denn ihr seht ja, auch die Standroute hat jetzt gebracht und zwar noch nicht ganz, aber ein ordentlicher Fisch drauf, ne? Müssen wir noch rausholen. Ich denke mal, das sollten wir vielleicht hinkriegen. Ihr seht, vielleicht noch ein Tipp von mir. Ich habe meine Bremse auf. Ich halte immer so ein bisschen mit dem Finger nach. Das heißt halt, die Bremse ist weiter geöffnet, wie es notwendig wäre. Ja, für den Fall, wenn der Fisch mal wirklich hochspringt, rausspringt oder sonst irgendwas, kann er richtig ziehen. Ansonsten dirigiere ich den noch ein bisschen mit dem Finger mit. Das heißt halt, mit dem Finger immer wieder mal leicht auf die Bremse legen, das Ganze sanft abstoppen, die Flucht. Das geht wunderbar. So, schaut mal, da kommt er. Ich kriege Herzflattern, Leute, was soll ich sagen, ne? Erster Fisch und dann guckt euch das Ding an. Geil. Absolut geil. Ja, bleibt dran, lasst euch überraschen, was wir noch alles hier probieren werden. Wir werden einiges probieren. Wir hoffen, es funktioniert auch. Und ja, in dem Sinne, bis gleich. Ich zeige euch den gleich erstmal. Oh je, oh je, oh je. Ja, Leute, da ist der Fisch. Standroute, wie gesagt, die habe ich fertig gemacht. Hab zwar schon ein bisschen angefangen zu schleppen, aber das war jetzt der Hammer. Vor allem, dass der Salah die Geduld hatte, auf den Schwimmer zu halten und den Biss dann auch wirklich noch drauf hat. Mega. Und dann guckt euch den Fisch hier an. Absolut geil, ne? Und ich sag mal, deswegen fahren wir ja auch hierher. Oder deswegen gehen wir überhaupt angeln, um solche Momente zu erleben. Weil das ist doch einfach nur schön. Das, ich sag mal, die Überraschung, wo man überhaupt nicht mit rechnet. Und dann, ja, zack, da ist er. So, ich mach mal die Ruten wieder scharf, werde sie reinlegen und ihr bleibt dran. Ja, ihr seht ja gerade hier, ich habe für die Standroute habe ich die Bremse wirklich ganz fein eingestellt. Einfach, ja, weil ich nicht immer mit meinen Augen da drauf bin auf dem Schwimmer. Und wenn mal wirklich ein Fisch da drauf rattert und ist dann so eine Größe und ihr habt die Bremse nicht auf, dann habt ihr ein großes Problem. Dann habt ihr eine Angel weniger. Und das ist auch nicht allzu angenehm, wenn hier die Angeln im Wasser liegen. Deswegen ganz, ganz wichtig immer, denkt daran, die Bremse aufmachen. Und zwar so fein, dass der Fisch wirklich ohne Widerstand ziehen kann. Ja, also ihr seht. Ganz locker. Ihr könnt natürlich auch den Bügel aufmachen, wobei, wenn ihr den Bügel aufmacht, müsst ihr dafür Sorge leisten, dass die Schnur nachher sich hier nicht verheddert oder irgendwo hängen bleibt. Deswegen, ich mache immer, solange die Fische ordentlich beißen, mache ich einfach nur die Bremse auf und die können in die Bremse reinrennen. Hat ja gerade auch funktioniert. Jo, Goldi geht hinterher, Goldi geht hinterher. Und hat abgedreht. Das ist so fies, wenn man die Fische sieht, ist das so fies. Wenn du wirklich siehst, wie sie hinterher schießt und dann im letzten Moment dann doch sagt, nö, will ich nicht. Also ich sag mal, die Goldforelle ist wirklich eine unserer zickigsten Fischarten, die wir hier haben in den Forellenanlagen. Und außer der Saibling, der kommt auch noch ganz nah dran. Hopp, Biss. Da ist er. Schau mal. Wie vorsichtig, wie vorsichtig. Wahrscheinlich hat er jetzt auch schon wieder ausgespuckt. Man merkt beim Schleppen nur einmal einen leichten Anschlag. Ah, nee, da ist er noch. Guck mal da. Guck dir das an. Jetzt geht er langsam ab.
Wir stellen uns in eine richtige Position und versuchen es mal. Jawohl. Da ist er. Schön mit Paste. Also ich habe ja eigentlich auch vor, ein bisschen nach der Oberflächenköder auszuprobieren. Aber ihr seht ja selber, aktuell habe ich hier irgendwie die gesamten Blätter bei mir vor dem Platz. Und ja, deswegen halt natürlich jetzt aktuell mit der Paste und mit der Schlepphose. Funktioniert auch. Ganz vorsichtiger Biss, wirklich nur so einmal so ein Tock. Und danach halt wirklich lange gewartet, bevor der Schwimmer abgegangen ist. Also sind zwar aktiv, aber noch nicht so megamäßig. Aber ist ja egal. Wir müssen es einfach nur danach umsetzen können. Und hoffen, dass der Fisch auch den Köder im Maul behält. Und das tun sie ja. Ne? So, auch beim Keschern, sage ich mal, ganz ruhig bleiben. Nicht mit dem Kescher dem Fisch hinterherjagen, sondern wirklich versuchen, Kescher runterzuhalten und den Fisch darüber zu dirigieren. Also ich sag mal, im Vergleich zum Biss gibt er jetzt natürlich mächtig Gas hier, ne? Der Hund. Der Biss war echt lasch, aber dafür hört er jetzt nicht auf. Und die Zeit geben wir dem auch natürlich, auch wenn er jetzt kein Riese ist, aber nichtsdestotrotz. Bevor wir den verlieren, so viel Zeit muss sein. So. Und jetzt versuchen wir mal langsam hier vorne hinzuziehen. Ihr seht, ganz langsam, Kescher hoch, Fisch drin, wunderbar. So, ich mache ihn fertig und zeige euch den. Ja, Leute, da ist er. Ihr seht, eine schöne, feiste Lachsforelle. Ja, Forelle, aber mit rotem Fleisch, deswegen Lachsforelle. Richtig geiles Teil. Und ich werde heute eins machen, glaube ich. Ich werde euch heute mal meine Schwimmermontage von vorne bis hinten erklären. Welche Route ich dort habe, welche Rolle, welche Schnurstärke, auf welcher Höhe der Schwimmer hängt, welchen Schwimmer ich dort benutze, welches Blei ich benutze, welchen Wirbel ich benutze. Also so, dass ihr nachher wirklich genau Bescheid wisst und im besten Fall auch, ja, viel Glück habt. Ach so, okay. Ei, Mensch, erschreck mich doch nicht so. Jo, jo, sie hatten. Ja, die müssen nur einmal abziehen, ey. Die dreht sich vor mir, ey. Das gibt's nicht. So, jetzt geht's langsam, 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 langsam. Erstmal einen richtigen Winkel ansetzen. Ach je, ach je. Ja, Leute, hier habe ich eine schöne Goldie drauf. Also noch nicht drauf, sondern die hat nur gebissen. Da vorne schwimmt sie. So, jawohl, jetzt haben wir sie, jawohl, geil. Dann schauen wir mal, ob wir es auch wirklich rauskriegen. Und wieder die Paste. Und ey, was für ein schönes Ding. Oh, geil, guckt euch den Fisch an. Da. Siehst du, Tim, die nimmt auch Paste. Ihr seht ja, immer noch alles voll mit Blättern. Also irgendwie mit Gummis oder Spoons ist momentan eher ein Krampf wie ein Kampf. Das macht fast keinen Spaß, weil ständig Blätter dran hängen. Aber mit der Schwimmerrute und mit der guten alten Paste, da klappt es auch jetzt noch. So, da kommt er. Da kommt er. Uiuiui, da kam er. So, da ist er. Kescher langsam runter, Kescher hoch. Jawohl, wir haben ihn. So, ich mache ihn euch fertig und dann zeige ich euch den mal, das Prachtstück. Ja, Leute, da ist er. Eine schöne Goldforelle, schön prall gefüllt. Und da gibt es auch eine lustige Geschichte zu. Denn die Jungs von der anderen Seite haben die zuerst gesehen. Bei dem einen hat dieser Fisch sogar zwei Gummis abgebissen. Und der andere sagte noch zu mir, nee, mit Paste brauchst du die nicht anwerfen, die nimmt nicht. Ihr wisst Bescheid. Lasst euch niemals irritieren. Macht einfach das, was ihr für richtig haltet. Und im besten Fall werdet ihr damit sowas belohnt, ja?
Zeit, Tim. Und hier haben wir jetzt auch wieder einen Jungangler, sage ich mal. Der fischt natürlich auch unser Tackle und war auch schon ziemlich erfolgreich, ne? Auf jeden Fall. Und zeig uns mal, was du gefangen hast, mein Lieber. Wäre echt mal interessant, weil so ein Fisch in der Größe, also den habe ich heute noch nicht. Ich habe zwar auch einen von der Sorte, aber ich glaube, in der Größe, wie der Tim den gefangen hat, hatte ich den nicht. Ja, das sieht man schon, ne? Ja, Leute, ihr seht, es klappt und vielleicht werdet ihr den Tim auch mal in der Zukunft etwas häufiger mit dabei sehen. Deswegen merkt euch schon mal das Gesicht und vor allem merkt euch schon mal die Haltung. Nämlich auch so ein Dickfischjäger. Ja, dann stimmt. Weiterhin viel Erfolg. Petri, heil. Ja, Petri, dank. Und vielleicht sehen wir uns dann gleich nochmal. Auf jeden Fall. Hier, du Trottel. Hier. Jo. Komm. Jawoll. Jawoll. Nein. Nein. Ausgeschlitzt. Also das passiert leider auch mir. So schön genommen, Junge, alles echt. Da ist er, da. Ganz, ganz am Rand lang geschleppt. Und siehe da, ein Abnehmer für gefunden. Aber ich kann nichts machen, weil der dreht sich wahrscheinlich da unten. Egal, in welche Richtung jetzt anschlagen werde, ist wahrscheinlich falsch. Ah, jetzt geht er ab. Ah, jetzt und jawohl, da haben wir ihn. Ja, Leute, Nummer 5, ne? Es sammelt sich und sammelt sich und sammelt sich. Und schon wieder eine schöne Lachsforelle. Da kommt sie und jawohl. So, Leute, und ich glaube, jetzt ist es Zeit, dass ich euch mal meine Montage und die Route erkläre. Den Fisch zeige ich euch noch und danach zeige ich euch erstmal, womit ich fische. Ja, Leute, da ist er. Und wie gesagt, und jetzt gehen wir einfach mal dazu über und ich zeige euch jetzt mal, mit welcher Route, welche Schnur, welche Rolle, welcher Schwimmer, wie hoch der Schwimmer hängt, wie lang mein Vorfach ist, wie schwer das Blei ist. Also bleibt dran, ihr werdet gleich eine Menge erfahren von mir. So, und da sind wir jetzt auch schon. Route, Rolle, Montage. Also wie ihr seht, ich habe hier die Tactical Trout Lake. Ne? Das ist, wie gesagt, mit der Pro Lake eine meiner liebsten Routen halt einfach. Dann in 3,30 Meter Länge, weil es für mich halt optimal ist zum Auswerfen. Ich kann schön lang das Ganze führen. Ne? Dazu kommen wir gleich noch. Dann eine Red Arc, eine Tausender, reicht vollkommen aus. Ja. Als Schnur habe ich 0,20er. Also ich sehe es immer wieder mal mit geflochtener, dass die Leute wirklich mit geflochtener Schnur und mit Schwimmer angeln. Da kriege ich wirklich Augenkrebs, weil einfach geflochtene Schnur hat hierbei nichts zu suchen. UL, alles gut, alles super, ja. Aber hier bei dieser Fischerei finde ich geflochtene ist absolut No-Go. Deswegen eine ganz normale, vernünftige Mono, 0,20er Stärke. Ihr müsst den Fisch eh ausdrillen über die Bremse. Ihr könnt den Fisch nicht rausprügeln. Von daher 0,20 reicht. Ne? Dann kommen wir natürlich jetzt mal zu dem Aufbau, womit ich tatsächlich fische. Sowohl als Stand, wie aber auch als Schleppmontage. Piccolo. Den habe ich jetzt eins gemacht. Den habe ich jetzt gute 1,50 Meter auf der Hauptschnur hochgezogen. Ihr seht das. Ja, der ist wirklich 1,50 Meter hochgezogen. So. Da oben ist er. Ja. So. Dann habe ich hier ein ganz leichtes Blei von 2 Gramm drauf. Der Piccolo hat 2 Gramm, das Blei hat 2 Gramm. Sogar etwas weniger, ich glaube, das ist 1,5. Zum Rest kommen wir gleich. Also wie gesagt, 1,5 als Laufblei, nicht als Klemmblei. Ne? Dann darunter ganz klar ein Stopper, eine Gummiperle drauf und dann ein Dreifachwirbel. Ja? Ob ich damit schleppe oder nicht, das stellt sich dann immer beim Angeln selber heraus, aber erstmal auf jeden Fall auf jeder Montage ein Dreifachwirbel, mindestens, wenn nicht sogar fünffach. Dann die Länge des Vorfachs. Ja? Die beträgt hier bei dem jetzt hier 1,50 Meter. Ich habe auf diesen 1,50 Meter habe ich im unteren Bereich noch mal ein kleines Klemmblei drauf gemacht. Damit kann ich zum einen bei der Standroute kann ich nachher bestimmen, wie hoch die Paste hochtreibt. Und bei der Schlepproute kann ich damit natürlich wunderbar auch noch mal die Höhe dann abgrenzen, ja, also deswegen vor allem 1,50 Meter wäre viel zu lang, dann könnte man hier einen 60 cm Vorfach machen, das würde reichen. Deswegen hier nochmal ein kleines Blei, unten der Haken natürlich mit Paste, schön gedreht und ich würde sagen, am besten ist, ich zeige euch gleich nochmal so 3 Formen davon, womit man fischen kann und ich denke mal, wenn ihr eure Montagen so aufbaut und selbst wenn ihr die nur reinschmeißt und stehen lässt, sollte es eigentlich funktionieren. Ja, dann fangen wir mal an, ne? Ich habe jetzt hier unseren gelb-orangene Paste in Käsegeschmack,
Ja, mal wieder was anderes. Einfach mal durchprobieren, auch von den Geschmacksrichtungen. Das mache ich eigentlich auch immer. Nehme ich mir mal ein bisschen raus. Und jetzt machen wir mal den ganz klassischen Dreher. Oh, das ist aber groß, oder? Einmal ein Kügelchen, Haken da rein, dann nach oben hin. Spitz geformt. Ja. Dann suchen wir uns unten natürlich den Haken. So, der liegt jetzt so da drin. Machen das Ganze etwas platt und haben dann im Endeffekt so einen Löffel. Und dann kann man sich jetzt entscheiden, welche Seite außen, welche innen liegen soll. Ich sag mal, ich würde jetzt gut finden, wenn das Orangen immer wieder aufblitzt. Also nehme ich diese Seite, knick das hier rein. Zack. Und bin fertig. Zeige euch den nochmal eben im Wasser, wie der läuft. Und ihr seht, wie schön das Ganze sich um die eigene Achse dreht. Hinten das Orangen immer wieder mal aufblitzt. Und nur sogar beim Runterlassen dreht sich es nochmal nach. Und deswegen halt wirklich, ich sag mal, man könnte jetzt auch ein kurzes Vorfach machen. Machen auch viele. Hauptbebleiung hier oben schwer und dann ein kurzes Vorfach von 60 cm. Nur ich finde, das ist dann nicht filigran genug, sondern die Montage fluppt dann immer runter. Man fischt entweder unten und mit der kann ich wirklich alle Schichten durchfischen. Ja, und jetzt zeige ich euch nochmal eine zweite Form. Einmal spitz zugedreht und jetzt machen wir eins. Wir machen Würmchen draus. Ja? Und dann machen wir noch ein zweites. Geben dem hier so ein bisschen flach. Und dann machen wir noch eins. Wir drehen das Ganze einmal an. So. Und das Ding, das läuft jetzt wie ein Tornado. Aber das zeige ich euch jetzt mal. Erzeugt halt weniger Druckwellen. Aber natürlich für die Forelle der andere Reiz ist da, nämlich die Bewegung. Schaut euch das hier an. Da. Schaut euch das an. Beim leichtesten Zug, wie das Ding abrotiert. Ja, von, vielleicht von mir noch ein paar Worte für euch. Ich sehe es immer wieder, ne? Oder ich werde auch immer wieder gefragt, was für Wirbel nimmst du etc. pp. Leute, wir stellen euch die ganzen Produktnamen hier unter das Video rein. Das heißt, da könnt ihr gucken. Ich erlebe es nämlich immer wieder. Dann kommt jemand an, hat einen normalen Wirbel drauf, zieht dann wirklich mit dem rotierenden Köder das Ganze einmal durchs Wasser und beim zweiten Mal hat er einfach nur noch ein Gebilde, ein Knäuel. Das hat keinen Sinn. Also ihr solltet schon mindestens dreifach Wirbel benutzen. Wie gesagt, steht alles unten in dem Video selber mit drin. Alle Produkte, alles andere ist auch drin. Denn stellt euch mal vor, ihr habt jetzt einen Einfachwirbel und dann habt ihr so einen Köder. Guckt euch das mal an. Ja? Was macht ihr mit eurem Vorfach? Das ist tot. Spätestens noch einmal durchziehen. War es das gewesen. Deswegen immer dran denken, Dreifachwirbel. Genauso, wo wir hier auf der Anlage sind, das ist natürlich die Barweiler Mühle, ne, in Barweiler. Diese Sachen findet ihr auch alle unten im Video drin. Das heißt, einfach mal mit dem Daumen nach unten und schon habt ihr dort die Produktbeschreibung drin. Ihr habt im Endeffekt die Adresse, wo wir sind. Habt wahrscheinlich noch eine Homepage von denen drin. Also deswegen, macht euch mal die Mühe, schaut mal da rein und es wird euch wahrscheinlich um einiges helfen. Da findet ihr auch die ganzen anderen Namen von den Routen, mit denen ich fische. Von dem Kescher, den ich dabei habe. Die Haken, die ich benutze. Und ich sag mal, das ist ja schon hilfreich. Da müsst ihr nicht jedes Mal ein Video zurückspulen, sondern einfach nur unten reinschauen, da findet ihr alles. Ja, und natürlich gebe ich euch noch eine dritte Form mit. Ja, ich kann euch nur einen Tipp geben. Setzt euch zu Hause hin, übt das nicht am Wasser. Weil da habt ihr keine Zeit, da wollt ihr Fische fangen. Setzt euch zu Hause abends hin, nehmt euch so ein Döschen, ja, nehmt euch einen Haken. Und übt das einfach. So, auch wenn die Dose drauf geht. Ne? Sobald ihr merkt, es wird bröselig, könnt ihr die Paste eh wegschmeißen. Dann nehmt ein neues Stück, übt weiter, bis es, ich sag mal, wirklich für euch annehmbar ist. Und dann könnt ihr damit ans Wasser gehen. Ne? Und jetzt, wie gesagt, zeige ich euch nochmal das dritte. Macht hier unten, macht ihr ein bisschen flach. Nicht allzu viel, nur so ein bisschen. Dass ihr wie so ein Spaten habt. Und dann macht ihr eigentlich nur eins. Ihr nehmt das Ganze und dreht den einmal an. So, jetzt habt ihr hier eins. Jetzt habt ihr hier eine starke Rotation und zusätzlich aber auch nochmal einen Druck. So, und das probieren wir jetzt mal aus. Hast du gesehen? Er hätte ihn beinahe aufgenommen. Und das war ein guter Fisch. Der hat sich schon einmal danach gestreckt. Also hier seht ihr ja auch, wie das Ding läuft. Ne? Also wirklich hervorragend hier. Was will man mehr als Angler? Und aber auch als Fisch. Ne? Und vielleicht noch ein paar Worte von mir an euch.
seid mal alle netter zueinander, wenn ihr am Wasser seid. Also was ich hier teilweise erlebe, ist ja wirklich unterste Schublade. Ne? Ihr müsst auch immer dran denken, hier sind auch Kinder mit am Wasser. Ne? So, auch wenn man mal nicht seinen Platz bekommt, den man unbedingt haben möchte, weil jemand anders schneller war, dann ist das so. Ja? Dann, ich sag mal, nicht sich gegenseitig anfauchen, sondern setzt euch nebeneinander, quatscht eine Runde, angelt zusammen, dann läuft es doch viel, viel besser. Ja? Genauso, wenn mal die Schnüre über den Nachbarn fliegen oder sowas, ein Wort der Entschuldigung reicht, dann sagen meistens schon alles gut. Ja? Macht es natürlich nicht absichtlich, aber wenn es mal passiert, einfach Entschuldigung, alles super. Und schon habt ihr einen entspannten Tag, ja? Und der Rest der Anglerschaft auch. Deswegen immer schön geschmeidig bleiben, einen schönen Tag haben, selbst wenn mal nichts läuft, nicht hektisch werden, einfach weiter angeln und ja, es wird schon was kommen. Es wird was kommen. Und wenn nicht, dann beim nächsten Mal. Ne? Deswegen, Leute, in dem Sinne, seid immer nett zueinander. Ja? Ich mag es eigentlich auch nur so und bin bis jetzt immer ganz gut damit gefahren. Deswegen seid nett und bleibt dran. Es ist noch nicht Feierabend, ein bisschen haben wir noch Zeit. Leckeren Kuchen gibt es, glaube ich, gleich auch noch, denn ich habe gesehen, der Werner ist hier. Und wenn ich mich nicht täusche, hat er was gesagt. Und der Werner, der heilt das auch immer. Und deswegen, wir lassen uns mal gleich überraschen und ihr auch, was da gleich noch gibt. Ne? Ja, hallo Leute. So, ihr seht, ich bin ganz woanders, denn wir haben heute Besuch bekommen. Denn der Werner ist hergekommen mit dem Stefan und mit noch einem Kollegen. Und der Werner hat was richtig Leckeres mitgebracht, denn der Werner kann das richtig, richtig gut. Konditormeister. Und er hat uns eine Erdbeertorte mitgebracht. Und ich denke mal, die werden wir uns jetzt gönnen. Und bleibt dran, dann schaut ihr euch das gute Stück nämlich noch an. Das ist alles so. Von uns hier. So. Mein lieber Werner, jetzt, du hast gesagt, du hast was dabei. Leute wollen das jetzt auch sehen. Erdbeerkuchen. Erdbeerkuchen, wie jedes Jahr. Erdbeerkuchen. Gleiche okay. Zeit. Das kann warten. Gleiche Zeit. Gleicher Erdbeerkuchen. Leute, seid gespannt auf das Mega-Ding. Tada! Schaut euch das Ding hier an. Ist das nicht geil? Schaut euch das mal an. Schade, dass es kein Geschmacksfernsehen gibt, sonst hätte ich euch auf jeden Fall ein Stück davon kosten lassen. So müsst ihr uns leider nur dabei zusehen, oder eher gesagt, müsst ihr nicht. Ich denke mal, wir haben so ein bisschen was ja, euch erklärt. Ich wollte eigentlich ein bisschen flexibler heute sein, mit ein paar mehr Techniken losziehen, aber halt, ja, ich sag mal, die Blätter haben mir so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich musste mit meiner Paste angeln, war trotzdem erfolgreich. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich für euren Support. Bleibt dran, abonniert den Kanal und ja, wir werden uns jetzt erstmal so eine Erdbeertorte gönnen. Ja? Genau. Leute, bis dahin. Ja, haut rein. Guckt euch an, wie saftig die Torte ist. Oh, dann kann man das schon gar nicht mehr bezeichnen, weil da ist so viel Zeug drin, nicht nur. Und dann um die Jahreszeit. Das schmecken die normalerweise auch alle. Also langsam muss ich die Kamera zur Seite legen. Ja, so schaut's aus. Deswegen legst du mal weg, wir hauen mal. So. Dankeschön. Ja, Leute, ihr seht auch, wir stehen hier in so einer tollen Hütte. Die kann man sich natürlich hier am Angelpark Barweiler Mühle kann man sich die mieten. Ich glaube auch gar nicht so teuer. Hat dann 48 Stunden die Möglichkeit halt von der Hütte aus, vom Gelände zu angeln oder halt, ja ich sag mal, je nachdem vielleicht an einem anderen Platz zu angeln. Also wirklich eine lohnenswerte Sache. Aber das lohnt sich für mich jetzt viel, viel mehr. Hier läuft das Wasser schon im Mund zusammen. Wer da kommt? Herrlich, ne? Wahnsinn. Also Kuchen, Bett. Und ja. Dicke Fische, was genau. Will man mehr? Was wollt ihr mehr? Barweiler Mühle, Leute, denkt da dran. Also hier könnt ihr wirklich herkommen, könnt schön entspannen, auch mal ein Wochenende oder auch mal in der Woche. Ne, könnt dabei schöne Fische fangen und wenn ihr euch sowas mitbringt, habt ihr auch sowas Leckeres dabei. Salat, oder? Ja, Leute. So, da ist er. So, unglaublich. Genau.
Und ich glaube, wir machen jetzt auch Schluss, weil Salah möchte auch essen. Ich möchte auch essen. Freunde, bleibt dran. Wir sind raus. Ciao. Ciao.